Ich bin wieder da. Ich sehe, in der Zwischenzeit gab es ein Level-Up, weil du da hinten was gekillt hast. Ich habe mich nah genug rangestellt, um noch XP abzugreifen. Oder doch nicht? Verdammt. Ich habe irgendwas gehört. War vielleicht ein Buff. Jemand einen Buff gegeben? Glaube nicht. Da war so ein Schrei, so ein. Klang für mich wie, weiß Schrecken. ich nicht. Schrecken? Das klang aber nicht wie ein Schrecken. Weiß nicht, das klang eher so wie ein, weiß ich nicht, ich dachte was Gutes. Naja, egal. Mit den Leuten im Chat. Naja, geht's nichts Gutes, ist mir schon klar. Du wolltest Schrotflintenmunition für das Ding haben, ne? Genau, einfach welche mitnehmen dann. Ich weiß nicht, wie viel die verschießen. Ich konnte sie jetzt noch nicht wirklich gut testen. Ich würde mir ja gerne ja endlich mal einen besseren Vorschlaghammer bauen, aber irgendwie ist ja immer noch keine Werkbank. Und jetzt so, ja, und nicht genug Eisen für den Eisenvorschlaghammer. Ist schon lustig, ja? Den Stahlvorschlaghammer könnte ich mir bauen. Oder? Nee, auch nicht. Doch, könnte ich. Ich habe genug Stahl für den Stahlvorschlaghammer, aber nicht genug Eisen für den Eisenvorschlaghammer. Das kannst du Kim erzählen, sowas, oder? Man eigentlich Vogelnester selber bauen? Da Vogelnester selber bauen? Nee, glaube ich nicht. irgendwas bauen, damit man Eier halt farmen kann. Jetzt glaube ich nicht, ne. Hühner könntest du. Kann man Hühner in einem Stall halten, so wie bei Weilheim? Weiß es gar nicht. Keine Ahnung, du. So, was macht man jetzt? Mal eine Quest oder sowas? Wird zwei abholen da unten. Und Nur von mir aus. zehnmal reines Mineralwasser habe ich. Das sollte reichen. Klingt komisch, aber ich hoffe irgendwie, dass die mich noch mindestens einmal töten, was losgeht. Ich will nicht mit über 50% hier Infektionen in den Blutmund reingehen. Ich weiß nicht, was dann passiert, wenn das zu viel wird. In eine Kopfbedeckung Stufe 2 kannst du keine zwei Mods reinsetzen. Du brauchst wahrscheinlich Stufe 3. Oder irgendwas, ja. Ach Mist, ich habe eine Feder dabei statt. Ein Fahrrad da unten drinne. Naja. Mach dir die Feder an die Schuhe und spring rum. Ne, genau. Bist du Hermes der Katapult? Aber das musst du auch richtig sagen, ne? Ich bin Hermes der Ich Götterbote. bin Hermes der Götterbote. Ach Gott. Da läuft übrigens eine Buff-Abstimmung. Energie, chaotischer Rucksack oder einfallsreich? Was ist? Ich glaube, einfallsreich erhöht Bastelgeschwindigkeit oder sowas bloß. Und vielleicht sogar Loot irgendwas, bin mir nicht ganz sicher. Energie, ist klar, ne? Chaotischer Rucksack ist voll nervig. Jedes Mal, wenn du das Inventar öffnest, ist alles durcheinander gewürfelt. Kufu wählt für B, aber du weißt schon, dass du den Buff auch abbekommst. Aber ich habe nichts im Rucksack gerade. Dann öffne ich meinen Rucksack einfach nicht, weißt du? Ah, Energie hat gewonnen.
Ich könnte mal irgendwie eine Waffenmark upgraden. Ohne Fachen Schaden, das heißt, ich mache 60 Schaden mit meinem Messer, wenn ich schleiche. Das ist gut. Bringt bloß leider absolut nichts im Blutmund, ne? Nee, das nicht. Macht aber macht auch so ein bisschen mehr Schaden. Eisenforscher Kammer Stufe 1. Ich hätte meinen nicht zerlegen sollen, ich Trottel. Ich hatte eine Stufe 3 oder sowas, weiß ich nicht. Hatte dann aber keinen Platz mehr dabei und dachte mir so, ja, wenn ich zurückkomme, baue ich mir einfach einen besseren. Kann ja mittlerweile schon Stufe 6 bauen, theoretisch. Ne? Habe ich den zerlegt, um Platz zu machen. Zurückgegangen, festgestellt, ich habe gar kein Eisen, um einen neuen zu bauen. Sehe auch gerade, ich brauche Eisen für... Und kein Klebeband und alles mögliche, weißt du? Für einen Hammer bauen. Ja, dass man sich nicht hinsetzen kann auf Stühle oder sowas. Was nicht? Also nicht. Bist du sicher? Ja. Dann habe ich jetzt dabei schon was voll. Der siebte unbewaffnete Schlag verursacht 300% mehr Schaden. Das ist gut. Erstmal 6-mal zuschlagen, ne? Was? Oh, ja, wo kam das Wildschwein her? Du schlägst ziemlich schnell zu. Es gibt ein Biom, verbrannter Wald. Ja. Kennen wir das? Klar. Mhm. Also nicht Wasteland. Nicht Wasteland, ne. Einfach nur so Wald, wo so ein bisschen überall so Kohle rumliegt, verbrannte Kohle oder noch glühende Kohle und so ein Zeug. Hab ich schon gesehen. Weil ich das Feuerwehrmann-Zeug hab, dann bin ich im Ödland und in dem verbrannten Wald nie überlastet. Ah, okay. Im Ödland auch nicht? Nee. Siehst du, hätten wir gleich uns irgendwo eine Base in einem Ödland Großstadt holen sollen, wenn es sowas Cooles gibt. Ist ja auch der Loot-Faktor ist ja dort ein bisschen höher. Ja. Ja, aber gut, ich denke, es ist ein bisschen brutal, wenn man gleich im Ödland anfängt. Ist schon gut, dass wir erstmal hier anfangen und dann vielleicht später nochmal umziehen. Ach, na ja. So, wenn man dann die Autos hat, dass man auch ein bisschen besser transportieren kann. Ich denke, wir werden nicht die ganze Zeit in dieser Stadt bleiben, oder? Sondern noch andere. Nö. Ja. Wie lange hast du eigentlich noch, bis dein Urlaub kommt? Am 24. machen wir los. Am 24. naja. Haben wir noch fast 2 Wochen, ne? Fast. Fast. Und wo geht's diesmal hin? Spanien. Was? Spanien. 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 Inclusive. Eine Woche lang kostenlos trinken. Irgendwo ans Meer oder mehr im Inland? Ja, ja. Nee, es ist am Meer direkt. Mhm. Eine Woche nichts machen. Fliegst nach Spanien, fragt die Shadow, oder fährst du? Nee, wir fliegen.
Mit einem BP. Mit einem BP? Klar. Dann bin ich ja alleine. Ich dachte, in der Zeit, wo du weg bist, würde ich noch mit einem BP hier weiterspielen. Nee, wir saufen zu zweit im Pool. Das, ihr seid ja schwul, ey. Ah, yay! Ich bin nur neidisch, weil du für dein Alkohol bezahlen musst. Ja, was machen wir denn dann? Soll ich dann das Projekt für den Zeitraum auf Eis legen oder soll ich hier dann weitermachen? Es ist ja nur eine Woche, ne? Na gut, dann sind wir 2 Tage da und dann sind wir die nächste Woche schon wieder weg. Ja, das hatte ich ja gesagt, Mann. Deshalb frage ich ja, soll ich dann hier weitermachen und dann kommt hier, keine Ahnung, bei Tag 30 oder sowas wieder? Oder keine Ahnung, wie viele Tage davon gehen werden, ne? Oder soll ich dann warten und irgendwas anderes in der Zwischenzeit machen? Wie es dir passt, also wenn du was anderes reinschieben willst, schieb was anderes kurz rein. Das klingt jetzt schon wieder so gay. Kannst du da mal ein bisschen auf deine Wortwahl achten? Archer hat schon immer gesagt, phrasing! Oder wie hieß das auf Deutsch? Wortwahl halt. Ja, nein. Zwei Minuten für meinen Kürbis-Käsekuchen. Ja, da müsste man noch mal drüber reden. Also, ob ich kann das dann theoretisch auch mal einfach 2 Wochen pausieren und was anderes machen. Komplett alleine auf dem Server rumlaufen will ich dann auch nicht. Und dann meckert der Kufo vielleicht rum, jetzt ist Tag 40, ich bin bei Tag 20 raus, was soll das? Ich kenne dich doch. Ach Quatsch. Also ja, ich werde trotzdem. Ja, nee, dann würde ich dann in der Zeit, wo ihr beide weg seid, natürlich das Projekt einfach pausieren. Ich kann auch genug andere Spiele spielen. Dann haben die Leute wieder ein bisschen Zeit, Kanalpunkte zu sammeln. So. Was ist das? Da unten. Wann beginnt der Blutmond? 20 Uhr? 22 Uhr müsste es eigentlich losgehen. Also spätestens 21 Uhr sollten wir schon alle da oben und ready sein, denke ich mal. Ich weiß gar nicht, ob ich genug Wasser habe, um die Nacht durchzukommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Irgendwie ist mir das jetzt bei dem ganzen Umzug, weil ich in der Zeit nichts produziert habe und einfach nur einen ganzen Tag lang umgezogen bin hier, irgendwie alles verbraucht, was ich gerade habe. Vielleicht kann ich was einkaufen. Trink das Blut von den Zombies. Achso, das Ding, ja. 42 Nahrung macht so einen. Ach guck mal hier, Forge Ahead. Geil. Wow. Was ist das? Herausforderung Zombie-Schlechter? Ich habe irgendeine Herausforderung abgeschlossen. Und dafür kriege ich auch noch eine Belohnung jetzt. Soll ich, ne? Soll ich 150 mal Schrotflintenpatronen mitnehmen? Oh Gott, das ist. Ja. Und guck mal, mir ist aufgefallen, das war früher nicht so. Mir ist aufgefallen, dass die mir gleich Stufe 2 Quests gegeben hat. Früher war das nicht so. Du hast Stufe 1 Quests gemacht bei einem Händler, hast Stufe 2 freigeschaltet und die Aufgabe gekriegt, zu einem nächsten Händler zu gehen. Ne? Und bei dem hast du wieder auf Stufe 1 angefangen. Bei ihr habe ich gleich Stufe 2 bekommen. Das haben die jetzt verändert. Finde ich gut. Du hast Stufe 2 erreicht, also kannst du auch gleich beim nächsten Stufe 2 machen. Super. Das ist praktisch. Das ist gut, ja. No? Ich brauche noch Eisen. Oh, ein Messbecher.
Den brauche ich nicht. Ich schau mal meine Geschütztürme ein. Dann müssen wir uns nur noch einen Ort dort raussuchen, wo wir hingehen wollen. Na, ich dachte, du hast jetzt schon was. Ja, das, ich habe das ganze Ding mal gelootet, aber wo wir uns dann genau platzieren wollen, strategisch. So. That's the question. Ja, ich muss doch irgendwie einmal sterben. Die haben mich immer noch nicht umgebracht. Die machen das, glaube ich, absichtlich, damit ich damit ich mit 60% Infektion in den Blutmund reingehen muss. Ist gar nicht cool. Beeinflusst das jetzt irgendwas bei dir? Merk ich? Ich habe zurzeit 20% reduzierte Ausdauerregeneration. Ich weiß nicht, was da noch dazu kommt, wenn das noch bestimmte Punkte erreicht. Ist ja auch nicht, viel. 25, ne? Mir das 25% Ausdauerwiederherstellung. Mhm. Also trotzdem Ahnung, nicht viel. Was dann noch passiert? Ach, jetzt brauche ich noch einen. Gibt's doch bestimmt irgendwo ein Auto, was ich. Keine Kohle mehr. Bergbank Stufe 9. Mir fehlt noch ein Level, du. Nicht mal mehr Autos, die man kaputt machen kann. Sei Auto. Warum nicht? Hier reingehen, weil ich überlastet. Ja, die Zeitwort ist offen. Wie, auf was für ein Level schaltet man denn das Minibike frei? Weiß das gerade jemand? Nö. Ja. Wie viel Eisen brauche ich denn dafür? Ich habe das Eisen nicht mitgenommen. Das ist dumm.
in den Heimtrainer zu legen. Nee. Die Tanksäulen bringen mehr. Die lohnen sich richtig, da kommt Stahl raus. Wo seid ihr? Zombie in meiner Hand. Was schreit denn hier so? Bücher. Klar, nur leere Blätter drin. Pseudo-intelligente Weste. Kaufen sich ein Bücherregal und stellen dann so ein paar leere Blätter rein. Wasser nehme ich gerne, auch wenn es dreckig ist. Oh. Wenn die einfach stolpern und du verfehlst die dann deshalb. Du dreist, oder? Ja. Warum ist denn hier so ein komischer Hebel? Was ist denn das für eine Bedeutung? Ach, der Schlüssel für das Haus. Ah. Ihr denn alle her? Für mein Haus in Ruhe. Hab ich gebaut. Oh. Die aushalten, ne? Würde ich gerade. Dann Zeit ist hier ruhig und jetzt. Dachboden. Gehen Sie weg. Ja, komm runter. Auch.
auch nicht. Doch eine Kiste. Eine Kiste. Nee, kann nicht. Das ist ein Biker. Kommt dort natürlich nie wieder raus. Oh Gott, Abstimmung. Zombie-Geier-Angriff, Zombie-Hund-Angriff, Fragezeichen. Muss das jetzt gerade sein? Oh. Eine Quest abgeben. Was passiert denn, wenn die Viecher da drin spawnen? Kämpft sie gendern mit? Ich glaube, die werden mich aber auch killen, weil ich einfach jetzt null Ausdauer habe, meine Waffe gerade nicht reparieren kann. Nichts zu reparieren dabei. Und ja. Ist so. If you got the dukes, I'll make don't spend it all in one place. But if you do, just make sure it's here. Jet, Stimpax, and now Radex, thanks for letting me take care of you. And be sure to tell your friends. We're always you can always quit. Spawn die hier drinnen, glaube ich, oder? Oh Gott! Ich glaube, dass es solche Viecher sind. Aber die killen mich trotzdem, glaube ich. Weil ich keine Ausdauer mehr habe. Ich habe keine Ausdauer, ich kann nichts machen. Wieder. Und diese Tür müsste eigentlich unkaputtbar sein. Habe ich das jetzt echt nochmal überlebt? Totaler Bullshit, oder? Ich will ja eigentlich sterben, ne? Beigehalten, aber auch das extrem viel aus. Warum wehre ich mich eigentlich? Ich will doch eigentlich sterben. Jetzt besiegt? Da steht noch einer auf. Telefon. Jo, ich komme gleich wieder. Ich schon wieder nicht gestochen. 59%. Prozent. 791. Ich will dann gerne noch ein bisschen Wasser kaufen gehen. Erstmal muss das Fleisch mit. Wasser ist gerade das größte Problem. Fleisch eigentlich nicht so, Wasser aber. Auch irgendwie eine gescheite Wasserquelle. Oder mehr von den Sammlern. Ja, ich muss das Dach erstmal oben richtig machen. Wie bei der Baustelle scheint ein kleiner See zu sein. Ja, kann man da auch Wasser in Glasform? Nee, ne? Geht ja nicht mehr. Früher konntest du kleine Gläser machen, mit den Gläsern da hingehen. Einmal wupp, hast du 50 gefüllte Gläser gehabt oder sowas. Ich glaube, das geht nicht mehr. Ja, das will ich nicht. Ich glaube, leere Gläser kannst du einfach gar nicht mehr herstellen. Früher war das auch immer so, dass wenn du ein Glas ausgetrunken hast, hast du dann ein leeres Glas gehabt. Hast du jetzt nicht mehr. Mhm. Du trinkst das Wasser und das Glas ist weg. Du frisst es einfach. Inventar einfach mega gefüllt. Ja, und du konntest einfach mit einem 50er-Stack Gläsern, konntest du an Wasser reingehen, bumm, einmal rein und 50 mal Wasser gefüllt gehabt. Dann gehst du an dein Feuer und 50 mal abgekocht. Bumm. Was? Lilith tuckt sich gerade wieder aus. Und dafür kriegst du einen Haufen Fleisch geschenkt. Also. Hat auch was. Ja, ne? Ein bisschen. Good to see you again. Okay, hot stuff. Need a little fix me up. Den Platz machen.
come back and see me sometime. Oh, das ist im Auge, ey. Ah, das ist angekommen, schon wieder überladen. Schauen wir mal nach Hause und gucken, was wir jetzt alles haben und vorbereiten, schätze ich mal, oder? So viel Zeit ist ja auch nicht mehr. Ja doch, eigentlich über eine Stunde noch, oder? Bin ich schon bei 60%. Wüsste gerne, was der nächste Breakpoint ist und was dann passiert. Gar keine Ausdauerwiederherstellung. Manchmal wirkt das Spiel, als würde es ruckeln. Mikro-Ruckler hier und da. Seht ihr das? Oder kommt das mir nur so vor? Kann ich mir aber gar nicht vorstellen, weil nichts meiner Bauteile irgendwie ausgelastet ist. Guck mal, hinten ist ein Airdrop. Den hat keiner gesehen. Noch nicht. Kann ich ja gleich mal abholen gehen, nachdem ich abgeladen habe. Irgendwo höre ich einen Zombie. Der war kein. Ach, in meiner Bestzone. Das ist sogar ein Screamer, glaube ich. Fuck, das ist ein Screamer. Die sind nervig. Wie ist der hier reingekommen? Hat unten jemand die Tür offen gelassen? Von unten geschrien. Bitte mal zu, wenn ihr. Ich war nie bei dir. Doch, das warst einmal mal toll. Nein, war ich noch nicht. Echt nicht? Nein, noch nicht, nee. Noch nicht mal den von Anfang, den du wolltest? Doch, ganz am Anfang, aber da habe ich die Türen dann mir zugemacht. Da warst du noch in der Bude drin. Mittlerweile Stahlvorschlag kann man Stufe 3 machen, weißt du? Aber ich habe keine Werkbank. Ich habe keine Werkbank, um das Ding herzustellen. So, jetzt bin ich auch erstmal wieder zurück. Jetzt sehe ich den Airdrop, aber der muss doch dann neu sein. Ich bin wieder da. Der Airdrop, den würde ich mir jetzt gerade holen, eigentlich. Achso, na dann gehen wir holen.
Ich hab noch 300 Meter bis hin. Alter, komplett überladen, da ist man mittlerweile so langsam. Was ich mir gerade überlegt habe, mit diesen automatisch einsortieren in die Kisten, wenn die Reichweite viel größer wäre, könnte es dann passieren, dass ich in deine Kisten einlager? Theoretisch, wenn die Reichweite richtig, richtig groß wäre, ja. Weiß ich nicht, vielleicht. Wie das zählt. Ja, aber die Reichweite ist ja... Was ist denn die? 10 Meter oder sowas. Mhm. Also die ist nicht so groß. Sollte eigentlich nicht passieren. Nein, du stellst es so groß und dann schickst du Sachen zu mir rüber. Weißt du, dann beschwere ich mich auch nicht. Ja, weil ich kriege auch Sachen von dir. Nee. Wenn du es bei dir so hochstellst, ist das nicht bei mir so hochgestellt. Ich schicke was in meine Kisten rein. Das Brot macht auch nur so wenig Nahrung. So Quatsch eigentlich. Immer noch mal auf die Beete gucken. Gut aus. Ich muss mal wieder noch ein paar Beete herstellen, aber ich habe wahrscheinlich kein Nitratpulver. Aber... das vielleicht noch einmal leveln, bevor ich es abbaue. Wo waren das bei Landhaftigkeit, ne? Vom Landleben. Brauche ich Level 3. Mich nervt, dass man keine Samen rauskriegt. Ne, sollst du doch eigentlich schon, oder? Nicht einen Samen. Achso, dann haben die das vielleicht geändert. Früher hast du immer noch ein paar Samen rausbekommen. Mhm. Jetzt musst du wohl alles immer komplett umwandeln. Also nicht alles, aber so viel wie du brauchst für Samen halt. Musst du die, glaube ich, selber herstellen. Doch, hier, ich krieg Samen. Ich krieg Samen. Du musst das auch geskillt haben, nicht dann jedes Mal. Du noch mehr raus. Aber ich habe doch auch 1000 Punkte schon drin. Was ist denn das, Kochbuch oder... Nee, bei vom Landleben. Das musst du skillen. Ach, skillen, ja. Und da fällt das. Landleben. Was? Bei Standhaftigkeit. Ah ja, ich hab's gerade. Aber da steht jetzt nicht, dass du
Städte mehr, halt mehr Früchte rausbekommst, keine Ahnung. Ja, aber nicht mehr Samen. Mit den Samen ist vielleicht random, ich weiß es auch nicht genau, wie es funktioniert. Vielleicht noch Pech. Oder du musst das musst eine Axt benutzen. Ich glaube, das Werkzeug spielt da keine große Rolle, oder? Hm. Weiß ich nicht genau. Naja. Ich habe irgendwie gar kein Lehm. Irgendwo umgraben gehen. Lass mal unser Fleisch ab. Ich habe kein Holz drin. Bring dir jetzt mal die Rotflinten-Ammo. Weil ich mir auch noch die Bude dort ein bisschen angucken möchte. Ja. Das legst du da einfach irgendwo rein, wo du denkst, dass wir uns dort hin. Hast du da was zum Reinlegen? Nö. Soll ich so reintun? Brauchst du was zum Reinlegen? Ja, sag das doch, dass ich eine Kiste mitbringen soll. Nimm am besten eine Kiste mit. Habe ich gerade ein Eisen? Oh, abbrechen. Eisenkiste bauen, was soll denn das? Eine Verschwendung. Holz. Die ganzen Mods benutzen, die ich hier rumliegen habe. Und wieder so eine. Kommen die denn auf einmal her? Vielleicht zwei Screamerinnen hintereinander. Stell dir vor, eine Screamerin lockt die nächste an und dann und so weiter und so weiter und so weiter. Patronengurt-Einsatz. Wo ist das Ding? Hier, ne? Und wie kommt man da jetzt hoch? An welcher Stelle? Über den Kran. Nur über den Kran. Ja. Wo kommt man rein? Weiter rum. In die Ecke dort. Da, oder? Nee. Bin ich um die falsche? Oder was? Die werden sich wahrscheinlich einfach reinprügeln dann. Ja, aber das... Und da ist auch eine Leiter nach oben. Hast du die gesehen? Muss man die vielleicht entfernen? Die geht nicht ganz hoch oder so. Das geht auch noch stückweise ein bisschen. Naja, aber wenn die bis da hoch können und dann weiterlaufen und weiterklettern und weiter und weiter. Nee. Also so hoch geht's nicht. Okay. Hier geht's rein oder was? Ich sehe echt nicht, wo es hier reingeht. Du warst vor uns an der Ecke. Da vorne an der Ecke ist auch... Ja. Ich bin einmal komplett drumherum gelaufen. Falsch rum. Leave! Hau ab! Steht da. So. So, und du meinst, am Kran muss man hoch, ja? Mhm. Wo denn? Wo ist denn hier eine Leiter? Da drin ist eine Leiter. Wird ja mal interessant. Ich meine, eine lange Leiter wäre vorteilhafter, aber naja, kann nicht alles haben.
Wie geht's jetzt weiter? Oh. Da. Alles gelb, weißt du? Könnt ihr mal die Leiter eine andere Farbe machen? Nö. Jetzt hier lang? Ja. Hier musst du aufpassen, nicht, dass du runterfällst beim... Und das ist jetzt der Übergang, oder was hier? Genau. Und du denkst, die sehen das als Übergang? Oh, links oder rechts? Welche? Ist egal, also keine Ahnung, tut dir was raus. Wo die müssen denkst. Das als Pfad erkennen können. Ich weiß nicht, ob sie das als Pfad erkennen. Was da über? Das hier, denke ich, werden sie erkennen. Und da könnten sie sogar noch in der Mitte hier durchfallen, wenn wir Glück haben. Mhm. Dann würde ich das hier nehmen. Ja. Guck mal, hier geht's auch hoch und runter, ne? Angst, ja, dass aber von hier ein kommt. Bisschen. Kannst du leider auch kaputt machen, wenn du möchtest. Pack erstmal die Kiste hier hin. Wo ist denn dein Schießer? Noch gar nicht aufgebaut, no. Oder? Nee, weil ich noch nicht wusste, wo wir uns hinschwätzen. Ich habe alles im okay. Inventar. Ich pack dir hier mal ein bisschen Rotflinte rein. Und jetzt gehe ich mal gucken, ob die hier hochkommen. Also wenn ich hier lang komme, ohne großes Gespringe, dann werden die das auch können. Dann muss man an irgendeiner Stelle hier den Übergang kaputt machen. Mhm. Irgendwo eine Leiter einfach kaputt machen, denke ich mal. Am besten die hier oder so, da haben wir noch einen kleinen Rückzugsort. Das habe ich. Essen, trinken. Guck mal, ich denke, wenn das so hier ist, dann kommen die nicht ran, aber wir können ranspringen, oder? Mhm. Oder muss da noch eine weg? Naja, die können auch springen. Aber ich glaube, die können nur zwei Blöcke und das sind schon zwei Blöcke. Oder? Ich, also, ich mache noch eins weg. Das passt halt einer dort hinten auf. Wir sind ja zu dritt. So. Jetzt kommen wir nicht mehr ran. Hm. Das war blöd. Ich habe doch gesagt, das war die richtige Höhe. Mich hört mal wieder keiner, wa? Ach, es ging ja darum, ob die Zombies dann dran nee, kommen. Nee, die Zombies können nicht so hoch springen wie der Spieler. Wenn der Spieler gerade so noch angesprungen kommt, kommen die Zombies nicht. Ah, die können sich hochbacken. Das können also sie, hoch, ja. Gegenseitig hoch. Gut, dann lasse ich das so. Man kann ja von hier aus springen, ne? Oder? Not. Oh, fuck. Oh, fuck. Was denn? Ich bin hier drinnen gerade irgendwie gelandet. Oh, hier liegt ein Fahrrad rum. Das ist meins. Warum lässt das so liegen einfach? Ja, weil ihr es mir doch nicht klaut, oder? Nee, aber nicht, dass Zombies das angreifen. Warum sollten die das? Ich nicht. Ich habe nie gesehen, dass ein Zombie ein Fahrer targetet. Außerdem war da noch ein bisschen was drin, deshalb konnte ich es nicht nehmen. Ich wollte es gerade noch einlagern gehen. Ich find einfach keine Rüstungsteile. Das ist nervig. Digga, ich habe noch nicht mal eine Werkbank. Ich könnte nicht mal Rüstung bauen, wenn ich es wollte, weißt du? Und du beschwerst dich über Rüstungsteile. Ja. Eine Armbrust mit Zielfernrohr ist schon ziemlich geil. Schon wieder eine Screamerin, das ist doch hier irgendwie. Oh, das ist doch hier nicht normal. Ja. Der ist vom Dach genau unter mich gefallen. Da passiert gerade Merkwürdiges. Mit diesen Screamern. Guck mal, schon wieder eine. Also jetzt ist auch drei Stück. Ja, aber ich habe gerade draußen auch einer gekillt. Haben wir gerade diese Game Stage erreicht, wo die anfangen zu spawnen und das wird gleich übertrieben oder was? Ah, sind die neu?
Kann mich nicht dran erinnern, die Schmatz haben. Die sind uralt. Gab schon ewig. Shadow fragt, wie geht's euch so? Super. Echten Menschen geht's doch immer gut. Mir geht's besser. Da hast du deine Antwort. EP geht's gut, Kufo geht's besser. Hey! Uff, ich dachte, ich falle jetzt gerade ganz runter. Benutzen. Wo ist ein Verbrander? Mit gelben Augen. Der ist durch die Tür durch. Scheiße. Tschüss. Kann ich hier raus? Ich komme nicht raus. Wo war der Ausgang? Hau ihn doch einfach um. Der ist. Sie halten zu viel aus. Okay, der läuft einfach an mir vorbei. Ja, eine Einser Sichtbarkeit nicht zu unterschätzen. Kann man denn in den Schuh als Mod reintun? Das mit dem Runterfallen, aber den habe ich noch nicht. Kitties. Ist jetzt ja getriggert. Jetzt rennt er hier rum. Auch nicht. Merkwürdig. Ja. Ist eigentlich noch Zeit für eine Quest, oder? Und ihr müsst mich noch irgendwie einmal umbringen, Leute. Geht so nicht. Ich will nicht mit 65% Infektion in den Blutmund reingehen. Was ist denn das hier? Aller Wahnsinn. Ist der hingerannt? Irgendwo ist der Schuding. Hör die doch. Sind die Leiter hoch? Ja, ich bin noch mal kurz 5 Minuten AFK. Bis gleich.